Der Trick geht nicht Zäune umreißen und dann mal gucken, was passiert. Aber wie geht denn der Trick? Also wie nimmt man die gesamte Anwohnerschaft in den Quartieren drumherum mit? Geht man von Tür zu Tür und sagt, wie hätten Sie es denn gerne? Das wäre schön, wenn wir von Tür zu Tür gehen könnten, aber das würden wir einfach zeitlich ja gar nicht schaffen. Dafür sind es viel zu viele Bevölkerungsgruppierungen. Was wir machen ist, dass wir im Vorfeld jetzt 4 Veranstaltungen durchgeführt haben, die Akteure, die Bewohnerinnen, die Interessierten zu uns geladen haben und gesagt haben, bitte beteiligen Sie sich, bitte nennen Sie uns Ihre Wünsche, Ihre Sorgen, Ihre Nöte, all das, was in Ihrem Quartier halt verbessert werden soll, wo es fehlt, wo sind die Defizite und so weiter und so fort. Parallel dazu haben wir einen Online-Dialog geschaltet, wo halt auch alle sich daran intensiv beteiligen können. Und das, was uns gut gelungen ist, aus den 4 Veranstaltungen haben wir 22 Bürgervertreterinnen wählen können und die begleiten uns jetzt weiter im Prozess. Wir werden uns übernächste Woche wieder mit den Akteuren zusammensetzen und werden dort nochmal ganz intensiv Punkte herausarbeiten und werden im September wieder eine ganz große Veranstaltung, eine Konferenz durchführen, wo wir alle wieder einladen, mit uns zu diskutieren und den Prozess dann entsprechend durchzuführen. Was sind denn auf so einer Veranstaltung die Augenöffner, wo Sie selber sagen würden, gut, dass wir mal gefragt haben, hätten wir nicht dran gedacht. Also was ist das, was man leicht mal übersieht? Oder was? Ich will jetzt gar nicht von Versäumnissen sprechen, weil wenn man nur auf eine Diskussion hat, versäumt man es ja nicht, wenn man die Diskussion auch führt. Aber sowas Eye-Openers, gibt es sowas? Naja, es sind schon ähnliche Themen, die dann doch auch wahrscheinlich in der Bevölkerung außen herum als Fragen drängen. Der Verkehr ist eine große Frage. Kommt da jetzt vielleicht noch mehr auf uns zu? Dann muss man dann teilweise auch Ängste nehmen. Kann man auch. Der Hinweis darauf, dass heute dort ja ein Flughafen ist, der schon sehr, sehr viel Verkehr ja heute induziert, der ja erstmal wegfällt. Dann kommt neuer hinzu. Aber das sind natürlich Fragen, die sehr bewegen. Natürlich die klassische Frage in Berlin, wie wird es mit den Mieten weitergehen? Wir haben teilweise im Norden auch Wohnlagen, die ja heute noch in einigermaßen erschwinglichen Größen sind. Da hat man gewisse Ängste, die damit verbunden sind, was als Fragen in der Beteiligung kommt. Aber wir haben das auch als einen sehr konstruktiven Prozess erlebt, weil es geht um die Verbindungen, die dort aufzunehmen sind. Und da kann man natürlich ganz viel mitnehmen, weil die Bürgerinnen und Bürger da natürlich am besten wissen, wo heute schon die Wege lang gehen und wo sie zukünftig auch noch gestärkt und verbessert werden müssten. Also konnten Sie die Bewohner denn trösten, weil ich glaube, ich habe in letzter Zeit nie jemanden kennengelernt, der mal einen Betriebsausflug oder einen Urlaubsausflug ins Schuhmacherquartier unternommen hat. Also jetzt keine hippe Gegend, von den Kaufmöglichkeiten auch nicht so wahnsinnig sexy. Meine Spione berichten sehr viele Spielhallen, die dort in der Gegend sind, aber wenig Infrastruktur. Hält sich das Bangen und Hoffen da die Waage, wenn Sie an dieses Quartier dann denken? Auf der einen Seite, hoffentlich gibt es auch mal wieder eine funktionierende Infrastruktur mit Kneipen, Cafés, akzeptablen Kiezläden, aber auf der anderen Seite wollen wir auch nicht, dass die Mieten steigen. Also wie verfahren Sie da? Haben Sie Ihr eigenes Mikrofon? Ah, überraschend. Technik. Wenn Sie mir das hinhalten. Ich habe es brav in der Hand. Gut, das Thema natürlich, was Sie angesprochen haben, Kurt-Schumacher-Platz, Scharnweber-Straße und auch dieser ganze Besatz an dieser Straße ist natürlich ein riesengroßes Problem. Auch das hat genau die Bevölkerung so auch wiedergegeben und sich natürlich entsprechend gewünscht, dass das aufgewertet wird. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist und das, was wir halt auch lernen aus diesen Beteiligungen ist, dass die Bürgerinnen halt wirklich weiterschauen und halt sagen, wir haben den Kurt-Schumacher-Platz, wir haben den Leopold-Platz. Und das sind 2 Ankerpunkte, die müssen miteinander verbunden werden und miteinander funktionieren. Das sind Dinge, die wir da halt rausnehmen. Das sind Dinge, die wir dann entsprechend auch versuchen zu realisieren, umzusetzen mit konkreten Maßnahmen, den kompletten Bereich aufzuwerten. Also nicht nur ein Stück, sondern dann halt wirklich das gesamte Gebiet zu schauen. Wir können das nicht rausschneiden. Aber was kann man da für Impulse setzen, um tatsächlich so eine Achse zu schaffen? Also Sie können ja nicht entmieten, vermieten nach Belieben und sagen, Spielhalle raus, Kiezkneipe rein. Gute Frage. Es ist ein ganz, ganz langer Prozess. Sie müssen natürlich sowas Ähnliches etablieren, ich sag mal wie ein Geschäftsstraßenmanagement. Das ist ein Management, was entsprechend diese Entwicklung betreut, diese Entwicklung versucht zu steuern. Das reicht nicht aus, ein Konzept zu schreiben.
wir machen das jetzt mal einfach da schön, so geht es nicht. Weil wir müssen dann gucken, dass wir mit verschiedenen Instrumenten weiterarbeiten und diese Instrumente sind Dinge, die viel Zeit benötigen. Das geht nicht heute und morgen, das dauert 2, 3, 4 Jahre, weil dazu brauchen wir die Mitwirkung der Eigentümer, dazu brauchen wir die Mitwirkung der Geschäftsleute und viele, viele mehr, die an diesem Prozess dann gemeinsam mit den Umsetzern, mit einem Geschäftsstraßenmanagement zum Beispiel, zusammenarbeiten. Soweit die Theorie, jetzt mal in die Praxis. Was wird dann auf jeden Fall kommen? Also was wird sich definitiv jetzt schon feststehend verändern? Also der Zaun ist weg, wir beginnen mit der Bebauung. Am Anfang natürlich ein bisschen mehr Lärm, weil der ein oder andere Bauwagen wohl auch vorfahren muss. Aber wie wird sich dieses Quartier verändern? Was sehen Sie da? Also der Kurt-Schumacher-Platz ist natürlich einer der zentralen Schnittpunkte in diesem Umfeld und da wird sich sicherlich auch mit Hilfe dieses ISEX ganz viel verändern. Frau Slapper sagte eben schon, dass es natürlich gilt, die anliegenden Eigentümer mitzunehmen, aber es wird dort natürlich auch ganz konkret auch durch so ein Programm, was ja auch auf ein Förderprogramm dann aufsetzt, das Ganze wird voraussichtlich ein Programmgebiet im Programm Stadtumbau West. Das heißt, da gibt es dann auch konkrete Mittel, zum Beispiel einen Kurt-Schumacher-Platz vom Freiraum her wesentlich aufzuwerten, weil er wird ja, naja, das kann dann eben von der Freiraumgestaltung bis zur, das wird sehr viel weitergehen können im Rahmensetzungsverfahren. Erstmal, wie soll dieser Platz überhaupt zukünftig aussehen? Auch aber Sie müssen mir echt helfen, weil ich denke immer nur, bei, wenn ich sowas höre, einfach mehr Geranien hinhängen und ein Geländer wegnehmen. Also das kann es ja nicht sein. Nein, da entstehen neue Raumkanten. Der Wettbewerb zeigt ja schon, dass die ganze Westseite völlig neu entstehen wird und die Ostseite wird natürlich sich auch verändern müssen. Dort sind heute Bauhaus, dort sind eben Nutzungen, die teilweise niedriggeschossig sind, weil Flugzeuge drüber fliegen. Das heißt, zukünftig wird es dort auch bauliche Veränderungen geben. Ob die dann tatsächlich bis hin zum neuen Bebauungsplan an der Stelle geändert wird, wodurch der Druck, der auf so einen Platz dann kommen wird, automatisch, weil diese Randlage wird sich ja völlig auflösen. Es wird ja eine Art Zentrum automatisch werden und damit wird schon von den bestehenden Eigentümern der Druck auf den Grund entstehen. Aber man wird natürlich als Stadt versuchen, das auch so zu regeln, dass mit dem größeren Druck auf so einen Ort auch ein schöner, in Anführungszeichen, Platz entsteht. Ein wirkliches Zentrum auch für das neue Schumacher-Quartier, was dort ja auch einen Großteil seiner Nahversorgung, seiner tatsächlichen Funktionsfähigkeit auch über so einen Platz gewinnen wird. Und damit auch die Frage, wie sich Mitte und Reinickendorf dort sozusagen zu einem neuen, von einer Randlage sozusagen einem neuen Schnittpunkt entwickeln wird. Da wird es sehr viel geben und wir haben eine ganze Reihe von weiteren Schnittpunkten, die ganz wichtig sind. Scharnweberstraße wurde schon erwähnt. Es wird neue Schnittpunkte geben, auch in Richtung des Schifffahrtskanals und die werden auch dann über so ein Programm auch ganz faktisch, sei es durch Brückenbau, sei es durch Wegebau, sei es durch Platzgestaltung, aber auch durch Unterstützung von Baurechtschaffung unterstützt werden können. Und damit beginnt man jetzt, es gibt ja auch viel Geld dafür, also dass es vom Senat vorgesehen ist, gehe ich recht in der Annahme, dass aber 100% der Anwohner dieses Quartiers sagen, endlich ist der Fluglärm vorbei oder sagen manche, ich will keine Veränderung, ich habe mich jetzt an den Krach gewöhnt. Also gibt es auch noch. Aber also die sind aber nicht 80 plus und brauchen Hörgeräte, die sie einfach ablegen, oder? Es gibt so, diese Berliner gibt es noch. Okay, und ansonsten, wie beurteilen Sie die Gruppe derer, die der Sache mit Freude entgegensieht und vor allen Dingen sich dafür geöffnet hat? 22 quasi Volunteers haben Sie aus diesem Quartier, die mitarbeiten, aber haben Sie eine Übersicht über die Prozentzahlen? Über die Prozentzahl, wer dafür ist, meinen Sie jetzt? Nein, das kann ich Ihnen nicht sagen, weil es kommen ja nicht alle zu den Veranstaltungen, das ist ja auch klar. Es gibt auch viele, glaube ich, die nicht kommen, weil sie sagen, das dauert ja sowieso noch Jahre und hoffentlich dauert es vielleicht auch noch Jahre. Nämlich die, die noch den Flughafen gerne dort haben wollen, die kommen natürlich nicht da, weil sie nicht daran glauben oder auch nicht daran glauben wollen. Aber die, die bei uns sind, die haben es verstanden, dass es jetzt darum geht, halt ihr Umfeld, also ihr Gebiet halt zu verändern, unabhängig jetzt davon, ob der Flughafen in 3 oder 4 oder morgen halt schließt, sondern es ist jetzt die große Chance, die wir haben im Rahmen dessen, mit diesem städtebaulichen Instrument was in den Bestandsquartieren zu ändern. Mit dem Ziel natürlich nachher auch die Verbindung zu dem Neuen zu schaffen, also alt und neu miteinander zu verbinden. Also Sie haben jetzt tatsächlich 3 Stunden durchgeredet. Was waren die auffälligsten Fragen, die interessantesten, wo Sie sagten, huch, noch nicht drüber nachgedacht?
heute hier. Ja. Letztendlich ist das, was wir bislang gesammelt haben, bestätigt worden. Wir haben das alles in einem sogenannten Raumbuch zusammengeführt. Dieses Raumbuch wächst. Und das ist ja heute mit kleinen Nuancen bestätigt worden. Und wir haben Punkte kleben lassen, wo man sagt, ja, das ist besonders wichtig, das ist besonders erforderlich. Und da geht es halt hauptsächlich ums Thema Verkehr, was mein Kollege auch schon gesagt hat, dass das denn entsprechend auch gut ineinander greift.